Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Saarländerinnen und Saarländer. Seit mehr als 3 Monaten nun wird unser politisches und quasi auch das gesamte öffentliche Leben in unserem Land von der Corona-Krise beherrscht. Diese Krise, sie überzieht mittlerweile fast den gesamten Erdball. Ihre globalen wie auch lokalen Folgen sind derzeit auch kaum absehbar. Klar ist nur, die Herausforderung, in der wir stehen, ist bislang einzigartig für dieses Land, aber auch in globaler Hinsicht. Nachdem im Saarland Anfang März die erste Covid-19-Infektion bekannt wurde und danach die Fallzahlen ja täglich in die Höhe schnellten, mussten wir das Schlimmste befürchten. Und das Schlimmste, das konnten wir andernorts ja beobachten, vor allem in der italienischen Stadt Bergamo. Wir sahen überlastete Krankenstationen mit Patientinnen und Patienten auf den Fluren, Patientinnen und Patienten, die nicht mehr behandelt werden konnten. Wir sahen ärztliches Personal, das wirklich verzweifelt über Leben und Tod entscheiden musste. Militärfahrzeuge, liebe Kolleginnen und Kollegen, transportierten Särge in die Krematorien benachbarter Regionen, weil auch diese Kapazitäten vor Ort überlastet waren. Das waren wirklich schreckliche Bilder. Es waren schreckliche Bilder, wie wir sie in einem hochindustrialisierten und hochzivilisierten Europa niemals für möglich gehalten hätten. Und niemand konnte uns garantieren, dass diese Bilder nicht auch bei uns schon wenige Wochen später zur Realität werden. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, in ihrer Regierungserklärung am 11. März versprach Gesundheitsministerin Monika Bachmann den Menschen in unserem Land, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um die Epidemie einzudämmen und auch die Menschen zeitnah und umfassend über diese Maßnahmen und Entwicklungen informieren werden. 2 Monate, nachdem wir offensiv den Kampf gegen diese Pandemie aufgenommen haben, können wir jetzt sagen, wir haben jederzeit die Menschen im Saarland über jeden Schritt in der Pandemiebekämpfung informiert und auch all unsere Maßnahmen detailliert begründet. Wir haben eine Hotline, wir haben einen Newsroom eingerichtet. In diesen ist teilweise im Dreischichtbetrieb 7 Tage die Woche gearbeitet worden, sind Fragen von Bürgerinnen und Bürgern beantwortet worden. Und das Allerwichtigste, wir haben das Infektionsgeschehen erheblich eingedämmt. Und dieses Infektionsgeschehen, es vollzog sich im März mit täglichen Steigerungsraten von um die 50%, sehr viel dynamischer, als das im Bundesschnitt der Fall war. Es drohte uns schon in wenigen Wochen eine Situation ähnlich wie die in Bergamo oder auch im südlichen Elsass. Und das war zum damaligen Zeitpunkt ein alles andere als unwahrscheinliches Szenario. Und aus diesem Grund sahen wir uns verpflichtet, unseren Weg aus der Krise entschlossener und energischer zu beschreiten, als es vielleicht in anderen Bundesländern der Fall war. Man muss sich ja überlegen, dass es in östlichen Bundesländern teilweise keine oder ganz wenige Infektionen überhaupt gegeben hatte zu diesem Zeitpunkt. Bereits vor dem ersten Corona-Fall hier im Saarland haben wir einen Krisenstab, haben wir eine Hotline eingerichtet. Wir haben auf unseren Saarland-Kanälen umfassend informiert zu Corona und zudem haben wir die Bevölkerung über infektionsvermeidende Verhaltensweisen aufgeklärt und dazu aufgerufen, diese möglichst auch zu befolgen. Das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht so, dass uns das in Fleisch und Blut übergegangen wäre. Am 11. März, die Zahl der gemeldeten Infizierten war bereits auf 22 angestiegen, erfolgte das Verbot von Großveranstaltungen mit über 1000 Besuchern. Es erfolgte die Absage von allen Klassenfahrten und die Verschiebung der Vorlesungszeit an Uni und HTW um 4 Wochen. Auch in den darauffolgenden Tagen sahen wir uns aufgrund weiterhin stark ansteigender Fallzahlen zu zusätzlichen Maßnahmen gezwungen, die schließlich am 20. März in der Allgemeinverfügung zu den Ausgangsbeschränkungen mündeten. Mit diesem Schritt sind wir gemeinsam mit den Bayern gegenüber allen anderen Bundesländern weit vorgeprescht.
Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil bei uns ebenso wie in Bayern die Zahl der Infizierten sehr viel schneller anwuchs als im Rest des Bundesgebiets. Dabei orientierten wir uns nicht nur an einzelnen Faktoren wie dem R-Faktor oder die Zahl der Neuinfektionen. Wir berücksichtigten darüber hinaus unter Hinzuziehung auch von Expertenmeinungen aus der Wissenschaft mehrere Parameter, wie etwa auch die Zahl der aktiven Infektionen, die Intensiv- und Beatmungsplatzbelegungen, genauso wie die Infektionszahlen in einzelnen Einrichtungen. Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, sehen wir, das befürchtete Schreckensszenario, das ist ausgeblieben. Unsere Maßnahmen zeigen eine deutliche Wirkung. Das Infektionsgeschehen, es ist fast zum Erliegen gekommen. Unsere Krankenhäuser haben den Stresstest mit Bravour bestanden. Die Zahl der freien Intensiv- und Beatmungskapazitäten in unseren Krankenhäusern, die wir erheblich ausgebaut haben, sie beträgt ein Vielfaches der Schwererkrankten. Wir haben die Pandemie in unserem Land in einem Maß unter Kontrolle gebracht, wie wir es vor 2 Monaten kaum zu hoffen wagten. Das ist nicht zuletzt auch das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unseres gemeinsamen Krisenstabs aus Innenministerium und Gesundheitsministerium unter Leitung der Staatssekretäre Stefan Kolling und Christian Seel. Allen Mitarbeiterinnen, allen Mitarbeitern im Krisenstab, die teilweise Tag und Nacht gearbeitet haben, um diese Arbeit auch zu unterstützen, den möchte ich an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön im Namen der gesamten Landesregierung und sicherlich auch in Ihrem Namen sagen. Mein ganz besonderer Dank, der gilt aber den Menschen im Saarland. Sie haben zu einem überwiegenden Teil bereits vor unseren Maßnahmen ihre alltäglichen Gewohnheiten an die neue Gefahrenlage angepasst. Sie haben dann unsere Verfügungen akzeptiert. Sie haben mit Umsicht, mit Geduld Wert gelegt auf Abstands-, auf Hygieneregeln. Und auf diese Art trugen die Menschen in unserem Land auch wirklich maßgeblich, wenn nicht entscheidend, dazu bei, dass die Eindämmung der Pandemie gelungen ist. Und all das, und ich sage das entgegen so manch anderslautenden Stimmen, hat überhaupt nichts mit einem Hang zum Gehorsam zu tun gegenüber dem Staat. Das hat einzig und allein etwas mit Vernunft zu tun und mit Verantwortungsbewusstsein, dass die Saarländerinnen und Saarländer eben in dieser Situation gezeigt haben, dass sie dieses Verantwortungsbewusstsein auch haben. Und das, meine Damen und Herren, das kann man nicht hoch genug anerkennen, dass die Menschen diese Maßnahmen so mitgegangen sind. Das ist Grundlage dieses Erfolges, den wir heute auch betrachten können. Und das ist vor allem auch angesichts der Tatsache, dass nun in der Phase von umfangreichen Erleichterungen der Fall umso mehr jetzt eben auch auf Abstands- und Hygieneregeln geachtet werden muss. Ohne dieses Verantwortungsbewusstsein geht es nicht in dieser Phase. Ich beobachte tagtäglich, wie sehr die Menschen etwa diese Maskenpflicht ernst nehmen. Das, was wir hier gesehen haben, auch beim Eintreten in diesen Saal, das ist kein Schauspiel. Das ist das, was tagtäglich auch in anderen Situationen praktiziert wird. Und wir haben auch als Landesregierung in einer einzigartigen Aktion insgesamt 5 Millionen Masken im Saarland verteilt. Dass davon jetzt rege Gebrauch gemacht wird, jedenfalls, zeugt auch von Vernunft, es zeugt auch von Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Meine Damen und Herren, in dieser Situation melden sich aber natürlich auch zunehmend kritische Stimmen zu Wort. Stimmen, die auch die Notwendigkeit unserer Maßnahmen bezweifeln. Ich kann hier nur sagen, solange alles gut geht, werden wir natürlich nie wissen, ob die eine oder andere Maßnahme tatsächlich notwendig gewesen ist. Und mit dieser Ungewissheit müssen wir leben, aber mit dieser Ungewissheit können wir auch leben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir haben eben unser zentrales Ziel in dieser Pandemie erreicht, nämlich die Pandemie einzubremsen und den Erkrankten zu jedem Zeitpunkt eine vollumfängliche medizinische Versorgung zu gewährleisten. Dieses Ziel stand von Anfang an oberster Stelle, hatte oberste Priorität, dass wir die Menschen versorgen können. Und das ist auch gelungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dabei war uns aber auch immer schmerzlich bewusst,
welch gravierende Grundrechtseinschränkungen der Präsident ist zu Beginn der Sitzung darauf eingegangen, welche Grundrechtseinschränkungen diese Maßnahmen bedeuten. Und aus diesem Grund haben wir, als sich das Infektionsgeschehen deutlich abgemildert hatte, auch erste Erleichterungen vorgenommen. Zunächst betraf das den Einzelhandel. Wir erinnern uns daran. Als nächster Schritt folgte wenige Tage später die Lockerung des Versammlungs- und Demonstrationsverbots. Und ich merke hier an, wir waren das erste Bundesland, das aus Respekt auch vor den Grundrechten dieses Königsrecht der Demokratie wieder in Kraft gesetzt hat. Am 28. April haben wir dann einen Paradigmenwechsel vorgenommen in der Landesregierung. Als wir die allgemeine Ausgangsbeschränkung mit klar definierten Ausnahmen umgestellt haben in eine grundsätzliche Bewegungsfreiheit mit einschränkenden Ausnahmen. Meine Damen und Herren, für uns war immer klar, wir greifen nur so lange und so weit in Grundrechte ein, wie es auch wirklich absolut notwendig ist. Und Erleichterungen von unseren Maßnahmen, sie müssen eben dann erfolgen, sobald die Infektionslage das auch zulässt. Als dann am gleichen Tag der saarländische Verfassungsgerichtshof sein Urteil fällte, war das größtenteils eine Bestätigung unseres Vorgehens, auch wenn er in einzelnen Punkten weiterging, als wir das für diesen Zeitpunkt zumindest vorgesehen hatten. Für uns war das ein Beleg für die Funktionsfähigkeit unseres Rechtsstaates, zu dessen Wesenskern gehört es nämlich, dass die Rechtsprechung das Regierungshandeln bisweilen korrigiert. Und das umso mehr in einer Ausnahmesituation wie dieser, wo die Abwägung zwischen untereinander konkurrierenden Grundrechten einer permanenten Gratwanderung gleichkommt. Diese Gratwanderung, die werden wir auch noch eine geraume Zeit auf uns nehmen müssen. Dabei geht es darum, dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit während einer Pandemie eben auch den Vorrang gegenüber anderen Grundrechten einzuräumen. Dass dies eine gewisse Zeit verfassungsrechtlich geboten ist, darüber herrscht auch unter Verfassungsrechtlern weitgehend Einigkeit. Allerdings darf der Zustand dieser Grundrechte-Einschränkung eben nur so lange währen, wie es absolut notwendig erscheint. Und insofern, meine Damen und Herren, sind die nun vorgenommenen Erleichterungen bei dem derzeitig geringen Infektionsgeschehen eben auch verfassungsrechtlich geboten. Sie sind auch keine Belohnung für eine willfährige Bevölkerung, die gut mitgemacht hat. Grundrechte werden vom Staat nicht huldvoll gewährt. Grundrechte sind unauflöslich mit dem Menschsein verbunden und ihnen muss stets höchstmögliche Geltung zukommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denjenigen hingegen, denen unsere Erleichterungen nicht schnell genug gehen, den sage ich auch gleichzeitig, wir haben die Pandemie eben längst noch nicht besiegt. Zu schnelle, zu unbedachte Öffnungen, sie gefährden das bisher Erreichte. Und aus diesem Grunde bleibt uns nichts anderes, als weiterhin behutsam und in aller Vorsicht unseren Weg in eine neue Normalität zu beschreiten. Ich will aber auch hier klarstellen, dieser neuen Normalität ist nicht gemeint, dass die Einschränkung von Grundrechten als Normalität begriffen werden soll. Das kann und darf selbstverständlich immer nur ein Ausnahmezustand sein. Als Normalität gelten vielmehr all diese Vorsichtsmaßnahmen, die noch eine ganze Zeit lang unser Alltagsverhalten eben begleiten werden. Da muss man auch offen und ehrlich kommunizieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ganz ohne Zweifel wird das Europa der offenen Grenzen im Zuge der Corona-Pandemie auf eine wirklich harte Probe gestellt. Dennoch waren die Maßnahmen, die seit dem 16. März vom Bundesinnenminister angeordnet wurden, die Grenzkontrollen, sie waren für die Unterbrechung von Infektionsketten in der Not dienlich. Und das umso mehr, als die Region Grand Est, unsere Nachbarregion, am 11. März vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ausgewiesen wurde und dort aufgrund der stark angestiegenen Infektionen ja quasi über Nacht Lockdowns eingeführt wurden. Geschäfte geschlossen, Restaurants geschlossen, Schulen geschlossen und damit eben auch eine andere Strategie in der Bekämpfung des Virus als bei uns eingeleitet wurde. Wir erinnern uns daran, dass auch die Testungen ausgesetzt worden sind zu dieser Zeit. Und diese Krise hat uns daher bestätigt, wie wichtig in Europa Zusammenarbeit ist.
Und ich habe von Anfang an mehrfach mit der politischen Führung in Grand Est, aber auch in Luxemburg die Lage beraten. Wir haben in der Großregion eine Taskforce Corona eingerichtet, in der sich die Partner in einer wöchentlichen Videokonferenz austauschen. Anders geht es ja im Moment auch selbst im Saarland kaum. Durch diese regelmäßigen Konsultationen konnten auch zahlreiche Probleme vor Ort gelöst werden. Vor allem aber konnten wir, und es freut mich sehr, dass das gelungen ist, in saarländischen Krankenhäusern viele Schwerstkranke aus Grand Est intensivmedizinisch behandeln. Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich bei mir in einem persönlichen Schreiben für diese Hilfsaktion bedankt. Und ich will an dieser Stelle diesen Dank und auch meinen Dank, meinen Respekt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken in Homburg, in Saarbrücken und in Völklingen weitergeben. Sie haben Menschenleben gerettet und Sie haben mit Ihrer Leistung einen großartigen Beitrag für die deutsch-französische Freundschaft geleistet. Das wird bleiben. Ich bin stolz darauf, dass uns das im Saarland gelungen ist, diese Menschen zu behandeln. Meine Damen und Herren, wir sind uns in der Großregion auch einig, wir werden diese Kooperation natürlich nach der Corona-Krise auch vertiefen. Das ist jedenfalls das einmütige Signal unserer Videokonferenz mit den Exekutiven in der Großregion, die ich am 28. April als Gipfelpräsident geleitet habe. Und wir werden uns auch auf diesem Weg, die Zusammenarbeit zu vertiefen, in der Krise, aber auch nach der Krise von nichts und niemandem abbringen lassen. Ich habe aus diesem Grund auch immer darauf gedrungen, die Einschränkungen an der Grenze auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. So haben wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt schon am 16. April hier im Saarland auch die Quarantäneverordnung abgeändert, dass dahingehend, dass zahlreiche Ausnahmeregelungen festgelegt worden sind, etwa was das Zusammenleben von Familien im Grenzraum angeht und dass für diese dann die Quarantänevorschrift aufgehoben ist. Auch habe ich mich frühzeitig bei Bundeskanzlerin und Bundesinnenminister dafür eingesetzt, dass möglichst viele Grenzübergänge für den Pendler- und Warenverkehr offen gehalten wurden. Seit Montag, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es in Frankreich jetzt ein vergleichbares Regelsystem wie in Deutschland. Auch dort sind die Infektionszahlen zurückgegangen. Auch dort gibt man jetzt Erleichterungen an die Bürgerinnen und Bürger weiter. Und deswegen habe ich schon am Freitag in einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer und an den französischen Innenminister Castaner darauf gedrungen, neben der Öffnung der derzeit noch gesperrten Grenzübergänge die permanenten Grenzkontrollen auszusetzen. Für mich ist klar, wir müssen jetzt schnellstmöglich nochmal zurück zu einer Schengen-Normalität der offenen Binnengrenzen. Und das bedeutet eben nicht nur die Wiederherstellung der Reisefreiheit ohne Quarantänisierung für Bürgerinnen und Bürger im Schengen-Raum. Das bedeutet auch ein besser abgestimmtes Vorgehen in der Nachverfolgung von Infektionsketten für künftige Wellen der Pandemie. Und ich bin sicher, dass es uns so gelingen wird, künftig dauerhafte Grenzkontrollen auch zu vermeiden. Grenzschließungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist immer ein notgedrungener Akt, nie ein Zeichen der Stärke. Stärke dagegen entsteht nur durch abgestimmtes Handeln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man vielleicht auch in Berlin und wenn man vielleicht auch in Paris noch nicht ganz so weit ist, ich bin der festen Überzeugung, unsere Großregion, gerade diese Grenzregion hier, kann als Modellregion dafür dienen, was ein gemeinsames Grenzmanagement angeht, französische Polizistinnen und Polizisten mit deutschen Polizistinnen und Polizisten zusammen in unseren Städten, stationär an den Grenzen. Da wollen wir hin, das schlagen wir vor, das kann das Saarland leisten als Angebot. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt die erste Phase dieser Epidemie hinter uns. Die konsequente Fokussierung auf die epidemischen Entwicklungen durch die Landesregierung, sie war zu Beginn der Pandemie richtig und unausweichlich. Wie alle Regierungen in den Ländern und im Bund mussten wir zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit unserer Bürgerinnen und Bürger schnell, mussten wir auch entschieden handeln. Die Fraktionen hier im Haus oder im Landtag, wir sind ja hier in einem anderen Haus heute, haben das mitgetragen. Sie haben die Maßnahmen, die die Landesregierung schnell treffen musste, im sogenannten Corona-Ausschuss
stets positiv begleitet und Sie haben sie unterstützt. Dafür möchte ich allen Mitgliedern des Hohen Hauses auch herzlich danken für die Landesregierung. Mein Dank schließt dabei die Opposition ausdrücklich ein. Ich habe mit dem Oppositionsführer und ehemaligen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine mich mehrmals unterhalten können und auch über die Entwicklungen ausgetauscht. Und ich bin für diese Gelegenheit, Herr Kollege, wirklich außerordentlich dankbar. Nach der Phase der unmittelbaren Krisenbewältigung ist in unserer parlamentarischen Demokratie jetzt eines besonders wichtig. Das ist, dass wir bei den kommenden Maßnahmen zur Bewältigung der Krise und zum Wiederaufbau von Wirtschaft und Gesellschaft das Parlament seine besondere Rolle einnimmt. Auch das ist Aufgabe, für die es kein Drehbuch gibt, genauso wie für die hinter uns liegende Phase. Und in dieser schwierigen Situation brauchen wir jetzt mehr denn je den Blick aufs Ganze, der auch die mittelfristigen, der auch die langfristigen Folgen der Krise nicht außer Acht lässt. Und das schließt eben auch die gewaltigen Belastungen mit ein, die wir kommenden Generationen durch die Rettungsprogramme, die wir schon aufgelegt haben, die wir auch noch weiter brauchen, eben aufgebürdet haben. Der Landtag des Saarlandes muss sich ebenso wie die Landesregierung dieser Verantwortung zur umfassenden Abwägung stellen. Wir müssen unsere Entscheidungen in einer so komplexen Lage gut begründen. Wir müssen sie nachvollziehbar auch für die Menschen im Land darstellen. Nur so kann man einer Polarisierung innerhalb der Bevölkerung, die wir jetzt ja auch schon beobachten, und nur so kann man einem Glaubwürdigkeitsverlust von Politik insgesamt entgegenwirken. Dem, was auf die Wirtschaft, die Kommunen und die Gesellschaft im Saarland jetzt zukommt, müssen sich alle Saarländerinnen und Saarländer gemeinsam stellen. Wir wollen und wir müssen den erprobten Weg gehen, den wir ja schon als den saarländischen Weg kennen, hier im Haus und im Land. In der Krise stehen wir zusammen. Alle wichtigen Interessensgruppen üben den Schulterschluss, von den Wirtschafts- und Arbeitnehmervertretern über die Sozialverbände, die Kirchen, die Jugendorganisationen bis hin zur öffentlichen Hand und der Politik. Ich appelliere deswegen an alle im Saarland, Verantwortung zu tragen. Helfen Sie bitte mit, dass wir gut aus dieser Krise kommen. Leisten auch Sie Ihren Beitrag, damit auch wir die Chancen dieser Krise für unser Land nutzen können. Für die vor uns liegende Zeit verfolgt die Landesregierung im Kern folgende Strategien in der zweiten Phase, die jetzt auf uns zukommt. Erstens, wir werden weiterhin Vorsorge betreiben für den Fall, dass sich die infizierten Zahlen wieder erhöhen kommen würden. So müssen bis auf Weiteres beispielsweise 35% der Intensivbeatmungsbetten für Covid-19-Patienten freigehalten werden. Die Krankenhäuser müssen bei ihrer Belegungs- und Leistungsplanung gewährleisten, dass sie innerhalb von 48 Stunden wieder im Krisenmodus Covid-19 arbeiten können. Zweitens, wir müssen die Infektionsketten aufklären und so viel wie möglich testen. Nur so kann man die Ausbreitung des Virus verhindern. Dazu müssen wir unsere Gesundheitsämter weiter stärken und unsere Testkapazitäten auch weiter erhöhen. Unser Gesundheitsministerium wird zudem gemeinsam mit der Virologie der Uniklinik in Homburg in den nächsten Wochen das Blut von rund 2300 Saarländerinnen und Saarländern auf Antikörper testen. Das Saarland ist damit das erste Bundesland, das repräsentativ für das gesamte Land eine entsprechende Studie auf den Weg bringt. Dadurch halten wir das Ausbruchsgeschehen im Saarland stets im Blick und ich bin der festen Überzeugung, wir werden damit auch wichtige Hinweise liefern, was die Bekämpfung des Virus auch deutschlandweit oder gar im internationalen Stil angeht. Drittens, wir werden die Kontaktbeschränkungen grundsätzlich weiter aufrecht erhalten müssen. Solange es keine Medizin, solange es keine Impfung gegen das Coronavirus gibt, ist es auch unsere einzige Möglichkeit, die Pandemie einzudämmen. Ganz entscheidend ist es deshalb, dass alle Saarländerinnen und Saarländer diszipliniert bleiben. Viertens, wir werden diese Kontaktbeschränkungen stufenweise lockern, wo immer es möglich ist. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass die Infektionszahlen es jetzt zum Beispiel zulassen, dass das Gastgewerbe im Saarland schrittweise wieder geöffnet wird. Sowohl für die Gastronomie, aber auch für die Beherbergungsbetriebe wird eine gleichzeitige Öffnung ab dem 18. Mai unter Auflagen natürlich ermöglicht. Damit erhalten die Betriebe eine Perspektive, um aus der schwierigen, unverschuldeten Krise herauszukommen, ohne
dabei natürlich die gesundheitlichen Aspekte zu vernachlässigen. Man konnte das gerade kürzlich sehr gut nachlesen, was da alles gestemmt wird durch unsere Gastronomen und Beherbergungsgebiete, Betriebe. Meine Damen und Herren, fünftens brauchen wir klar definierte Werte, ab wann welche Maßnahmen wieder ergriffen werden müssen, wenn das Infektionsgeschehen eben wieder ansteigen sollte. Ein einzelnes Ereignis, ein regional ansteigendes Infektionsgeschehen, es darf eben künftig nicht mehr dazu führen, dass ein gesamtes Land lahmgelegt wird. Wenn irgendwo was passiert, wenn die Zahlen wieder über ein beherrschbares Maß steigen, dann brauchen wir einen regionalen Notfallmechanismus. Darauf wird es jetzt ankommen in dieser Pandemie, nachdem wir auch sehr viel mehr wissen, wie es ablaufen kann. Deshalb haben wir uns mit Bund und Ländern auf den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche in einem Kreis verständigt. Ich füge hier an, dass wir natürlich auch bei einer niedrigeren Zahl handeln werden. Das hat gerade heute noch mal der Landrat des Pfalzkreises auch klargestellt. Einzelfallbezogen wird das zum Beispiel notwendig sein, wenn es sich um ein Infektionsgeschehen in einem besonders gefährdeten Betrieb oder in einer Einrichtung wie etwa Einrichtung der Pflege- und Altenhilfe handelt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage, wie gut wir durch die Krise kommen, steht und fällt mit den Fragen, wie widerstandsfähig unsere Wirtschaft in diesen schwierigen Zeiten ist und ob es uns gelingt, sie, unsere Wirtschaft, eben auch wieder zu reaktivieren. Es hängen daran Arbeitsplätze, es hängen daran Wertschöpfung, Steuereinnahmen und daran entscheiden sich eben auch die Zukunftsaussichten für unser Land, für seine Menschen. Wir können heute nicht sicher sein, dass der Neustart der Wirtschaft, der sicherlich nicht ein so kalter Neustart wird wie in anderen Ländern, sondern der einer wird, der immer noch anspruchsvoll genug ist. Wir können nicht sicher sein, dass das ein Selbstläufer wird. Und wir müssen eben befürchten, dass die Zeit nicht alle ökonomischen Wunden zumindest heilt. In einer ersten Phase der Pandemie, die hinter uns liegt, ging es der Landesregierung mit Blick auf Wirtschaft und Arbeitsplätze darum, sofort zu helfen. Schon zwei Wochen nach Auftreten des ersten Pandemiefalls im Saarland, nur einen Tag nach Inkrafttreten der Allgemeinverfügung, stellten die Wirtschaftsministerin und der Finanzminister ein erstes kurzfristiges und auch wirksames Hilfspaket der Landesregierung in der Pressekonferenz vor. Damit haben wir für viele Selbstständige, für kleine, mittelständische Betriebe, auch größere Unternehmen aus verschiedenen Branchen Brücken gebaut. Brücken über die erste Zeit der Corona-bedingten Einschränkungen und wir haben auch Perspektiven eröffnet auf dem Weg bis zur Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit. Und dieses kraftvolle Maßnahmenpaket, es hat Unternehmer, Arbeitnehmer, das Handwerk, die Industrie, den Handel, aber auch Freiberufler und Kreativschaffende gleichermaßen in den Blick genommen. Dazu gehören Bundeshilfen, ohne Frage, etwa für den Schutzschild für Selbstständige, Freiberufler und kleine Betriebe mit einem Volumen von bis zu 50 Milliarden Euro, ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds in Höhe von 600 Milliarden Euro und die Anhebung des Garantierahmens für KfW-Kredite, ganz wichtig für unsere Unternehmen, in einem Umfang von 822 Milliarden Euro bundesseitig. Und diese Werkzeuge, die haben wir landesseitig mit eigenen Mitteln geschärft und die Vergabe beschleunigt, indem wir eine Kleinunternehmer-Soforthilfe mit 30 Millionen Euro angesetzt haben, die mit über 58 Millionen Antragsvolumen angefragt wurde. Und dieses saarländische Soforthilfeprogramm wurde zwischenzeitlich, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, über 13.900 Mal beantragt, wobei über 12.600 Mal positiv beschieden wurde. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Quote, die sich wirklich sehen lassen kann an dieser Stelle. Mit einem Mittelstandshilfsprogramm haben wir ein ähnliches Sofortprogramm über 82 Millionen Euro aufgelegt. Ergänzend dazu wirken unsere Liquiditätsprogramme, die Erleichterungen im Bereich der Steuervorauszahlung, der Umgang mit Verlusten, die Anpassung beim Arbeitslosengeld oder auch die Mehrwertsteuersenkung für unsere Gastronomie. All das, meine Damen und Herren, wurde in den letzten Wochen unter Hochdruck und auch mit unglaublichem Einsatz unserer Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger und ihrem Haus geleistet. Ich möchte mich dafür, wie aber auch für die ansonsten überaus gute Zusammenarbeit,
innerhalb der Koalition ausdrücklich bedanken, liebe Anke Rehlinger. Das ist nicht selbstverständlich. Es zeigt aber, dass wir bereit sind, in diesem Land wirklich alles zu geben, dass wir vorankommen als Koalition. Und Damen und Herren, die staatliche Absicherung von Risiken, wie wir sie geschaffen haben, ist oberstes Gebot in einer Wirtschaftskrise. Es ist nämlich auch eine Wirtschaftskrise, die entstanden ist durch die Corona-Pandemie. Aber sie alleine wird eben nicht reichen. Sie alleine wird nicht alle Probleme lösen. Wir alle wissen, vor uns liegt eine unglaublich schwere Zeit. Die neuesten Prognosen zur Entwicklung der Wirtschaftszahlen zeichnen ein dramatisches Bild für unsere Wirtschaft. Und es droht uns ein spürbarer Verlust an Wertschöpfung und schlimmer noch, daran konnten wir uns in letzter Zeit ja gar nicht gedanklich gewöhnen, es droht auch ein Verlust von Arbeitsplätzen. Es wird daher eine wahre Herkulesarbeit werden, Insolvenzen wo immer möglich zu vermeiden, das Wegbrechen von Arbeitsplätzen zu verhindern. Und auch das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, diese Krise, sie trifft das Saarland zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Unser Land ist gerade in einem epochalen Strukturwandel begriffen, ganz ohne Corona. Pandemie. Ganz ohne diese Herausforderung war das schon schwierig und wir haben hier Debatten geführt. Alte Industrien, sie sind nicht weit genug modernisiert und damit gefährdet. Neue Branchen und Wirtschaftszweige, sie sind noch nicht weit genug entwickelt, um die zu erwartenden Verluste in den traditionellen Wirtschaftsbereichen zu kompensieren. Und uns muss klar sein, die Corona-Krise wird eben wie alle Krisen auf der Erde in der Geschichte Entwicklungen beschleunigen, positive wie negative. Branchen und Unternehmen, die vor der Corona-Krise schon gewackelt haben, die sind jetzt vom Einsturz bedroht. Und es gehört zur politischen Redlichkeit, auch klar auszusprechen, wir werden nicht in der Lage sein, alle negativen Entwicklungen, die es gibt, auch auszugleichen, für alle Ausfälle, Einbußen aufzukommen. Das wird nicht möglich sein. Wir werden auch aus dieser Krise, wie man immer so schön sagt, nicht herauskommen, wie wir reingegangen sind. Und egal wie gut wir die Dinge auch selbst regeln, es wird gerade für exportabhängige Regionen wie unsere zusätzliche Herausforderungen, Unwägbarkeiten aus den internationalen Verflechtungen sich ergeben. Denn wir haben, Anke Rehlinger und ich, ja gestern uns unterhalten, auch mit Unternehmern, das ist doch das Problem, dass möglicherweise im Inneren das Ganze noch halbwegs denkbar ist, in den Griff zu bekommen. Aber das, was den Absatz in den Märkten außerhalb Deutschlands, sogar außerhalb Europas angeht, wird das eine unfassbare Herausforderung, sich der zu stellen, eine Menge Arbeit mit sich bringen wird für die gesamte politische verantwortliche Klasse hier in diesem Land. Diese Veränderungen, wir müssen uns ihnen stellen, die Betriebe müssen sich den Veränderungen stellen, die Politik muss sich ihnen stellen und wir dürfen dabei nicht von unserem Weg des konsequenten Strukturwandels, den wir hier im Saarland gehen, abrücken. Und wir müssen eben auch Chancen finden und wir müssen diese Chancen dann auch für uns nutzen. Warum? Sollte nicht unser schönes Bundesland, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer Zeit, wo der inländische Tourismus ansteigt, eben auch einen großen Anteil daran haben? Und warum nehmen wir nicht den neuen Schwung auf, den zum Beispiel die Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft in den letzten Wochen erfahren hat? Wer hätte denn das geglaubt, dass man plötzlich ohne weiteres nicht mehr die Frage stellt, kann man das per Videokonferenz machen, sondern dass die einzige Frage ist, wer lädt ein? Ist es in einer halben Stunde oder in einer Stunde? Warum überführen wir nicht diesen Schwung in neue Geschäftsmodelle, Wertschöpfungskette und Beschäftigungschancen in zukunftsfesten Wachstumsstrukturen? Ich glaube, genau das sollten wir auch als zentrale Aufgabe für die nächsten Wochen und Monate begreifen. Und hinzu kommt unser Jahrzehnt der Investitionen. Der Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung, die Wissenschaft und Forschung muss auch und gerade in Zeiten von Corona unbedingt Realität werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Daran lohnt es sich zu arbeiten. Wir setzen dabei darauf, mit Innovationen auch aus dieser Krise zu kommen, mit Digitalisierung und mit Zukunftstechnologien, mit der beschleunigten Modernisierung dank unserer Traditionsindustrien, die dort eifrig mitmachen. Und jetzt erst recht gilt das Bekenntnis zu unseren Zukunftsschwerpunkten, zu KI, künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit, mit dem wir das Saarland zur Herzkammer auch für KI und Cybersicherheit in Europa machen wollen. Das Bekenntnis zu unseren Exzellenzclustern in den Lebenswissenschaften, in Materialwissenschaften, aber auch Begriffe wie Smart Factory und Smart Home, das sind wichtige Themen für uns hier im Saarland, die wir weitertreiben müssen.
Und insbesondere ist es aber wichtig, Modernisierung und Zukunftsinvestitionen auch in der Wirtschaft nicht nur weiter voranzutreiben, sondern wir müssen diese Entwicklung beschleunigen. Insbesondere die Digitalisierungsprojekte auf dem Weg zur Wirtschaft 4.0 weiter zu verfolgen. Unternehmergeist, vorhandenen Gestaltungswillen im Saarland, den wollen wir nicht nur sehen, den wollen wir nicht nur begrüßen, sondern den werden wir unterstützen und fördern. Die im angelsächsischen Raum bekannte Mentalität des Wiederaufstehens, die Mentalität der zweiten Chance, das sollten wir dabei spiegeln. Das sind Dinge, die gerade viele Unternehmerinnen und Unternehmer in ihrer DNA drauf haben, und dabei müssen wir sie jetzt unterstützen. Ein Schutzschirm für die Wirtschaft, das ist der erste Schritt in einer umfassenden wirtschaftspolitischen Antwort auf die Corona-Krise. Doch weitere Schritte, die werden notwendig sein, damit Wirtschaft und Gesellschaft den Weg aus dieser Krise heraus auf einen sozial ausgewogenen, nachhaltigen Wachstumspfad finden können. Die Landesregierung, sie wird deshalb ihre Strukturwandelinitiative dazu nutzen, in den nächsten Wochen die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die saarländische Wirtschaft fortwährend zu analysieren. Sie soll bereits eruierte Handlungsbedarfe anpassen, soll innovative Ansätze fortentwickeln und auf dieser Basis Vorschläge erarbeiten, wie intelligente private und öffentliche Maßnahmen und Investitionen mobilisiert werden können, um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Wir haben das gestern, liebe Anke Rehlinger, so ein bisschen Strukturwandelinitiative Update genannt. Und über dieses Update werden wir natürlich auch hier unterrichten. Wir werden dem Parlament darüber berichten, wie es in dieser Strukturwandelinitiative weitergeht. Wir werden vor allem aber auch die Akteure einbinden und an den Tisch holen. Der erfolgreiche, der zukunftsfeste Neustart unserer Wirtschaft ist eine wirklich gigantische Herausforderung. Ich hoffe, das konnte ich deutlich machen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Herausforderung auch bewältigen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen dafür langen Atem, brauchen die Fähigkeit, schwierige Situationen und Unsicherheiten auszuhalten. Wir brauchen aber auch den unternehmerischen Mut, neue Wege zu gehen, sich auf disruptive Entwicklungen einzustellen und die Werkzeuge und Fähigkeiten im Krisenmanagement zu verbessern. Wir brauchen das Engagement, brauchen die Leidenschaft gerade unserer kleinen, aber auch der großen Betriebe im Saarland, die mit harter Arbeit und auch mit Glück letztendlich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen sollen. Und wir brauchen Tatkraft. Wir brauchen auch Zuversicht, um für dieses Land und die Saarwirtschaft die Dinge noch zum Guten zu wenden. Hierzu bin ich bereit. Diesem Ziel wird sich die Landesregierung, werde ich auch ich mich mit ganzer Kraft widmen. Und ich bin sicher, dass es dafür auch die Unterstützung dieses Hohen Hauses geben wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, was vielen Erwachsenen gar nicht so bewusst ist, am meisten gelitten unter den Einschränkungen der letzten Monate haben die Familien. Die Schließung der Kitas, der Schulen war mit erheblichen Folgen für unser gesamtes soziales Zusammenleben verbunden. Eltern mussten sich darauf verlassen können, dass sie mit der Vereinbarkeit zwischen Kinderbetreuung und Beruf nicht alleine gelassen werden. Und da sind schon Dilemmata auch entstanden und Widersprüche, wenn man auf der einen Seite gesagt bekommen hat, Großeltern sehen, das geht jetzt nicht, das sind gefährdete Gruppen, und auf der anderen Seite aber erwartet wurde, dass man zur Arbeit geht und keine Kinderbetreuung da ist. Das zusammenzubringen war schlichtweg nicht möglich. Am 16. März haben wir die vorübergehende Aussetzung des Präsenzunterrichts und der Betreuung auf den Weg gebracht. Wir wussten, dass das ein massiver Eingriff in den Alltag der Kinder und Eltern war. Und deshalb hat die Landesregierung unmittelbar und zeitgleich auch eine Notbetreuung unter strengen Vorgaben organisiert, um die Gesundheit unserer Kinder und die des Betreuungs- und Schulpersonals zu gewährleisten. Mit der verstärkten Wiederaufnahme des Arbeits- und Wirtschaftslebens steigt natürlich auch der Betreuungsbedarf. Uns hat dabei auch der Gedanke geleitet, dass die Kindertagesbetreuung die erste institutionelle Bildungseinrichtung in der Bildungsbiografie von Kindern ist. Eine, die erheblich auch zur Bildungsgerechtigkeit in unserem Land beiträgt. Unter Wahrung der Anforderungen des Gesundheitsschutzes ist uns die Ausweitung der Notbetreuung bis hin zur Öffnung deshalb für die Kinder ein ganz, ganz wichtiges bildungspolitisches Anliegen. Deshalb hat auch die weitere Öffnung der Kindertageseinrichtung unter Beachtung der Schutzvoraussetzungen für uns eine ganz besonders hohe Priorität. Wir orientieren uns dabei an einem 4-Stufen-Plan,
den die Fachministerinnen und Fachminister von Bund und Ländern gemeinsam verabschiedet haben und der immer auch wieder neu überprüft wird und geschaut wird, wie passt er auf unsere Gegebenheiten im Land. Die vier Phasen, sie sind erstens Notbetreuung, zweitens Ausweitung der Notbetreuung, drittens eingeschränkte Rückkehr zum regulären Betrieb und viertens Rückkehr zum regulären Betrieb. Aktuell, Bildungsministerin hat das gestern nochmal mitgeteilt, befinden wir uns in der Phase der ausgeweiteten Notbetreuung. Schon in dieser Woche werden auf Antrag und unter der Beachtung der Hygienevorschriften Gruppen mit bis zu 10 Kindern möglich sein. Zudem erarbeiten gerade das Gesundheitsministerium und das Bildungsministerium gemeinsam mit den Trägern im Land ein Konzept, wie und wann die nächste Stufe, also die des eingeschränkten Regelbetriebs, wieder beginnen kann. Unser Ziel ist, dass das möglichst schnell der Fall ist, weil natürlich klar ist, dass eben auch bei Zehnergruppen noch Kinder ausgeschlossen sind und die Menschen noch mal zurückkehren müssen zu ihren Arbeitsplätzen. Wir sind optimistisch, wenn man sieht, dass jetzt auch diejenigen, die in die Schule kommen, noch mal alle in die Kindergärten und Einrichtungen gehen können. Wir sind optimistisch, dass, wenn alles gut geht, die Zahlen weiter stabil bleiben, das mit Sicherheit bis 1. Juni auch der Fall sein kann. Ich glaube, das ist ein gutes, ein wichtiges Signal an die Familien in unserem Land. Auch bei den schrittweisen Schulöffnungen gehen wir natürlich verantwortungsvoll. Wir gehen auch behutsam und immer mit dem Blick auf das Infektionsgeschehen vor. Unter diesen Voraussetzungen konnten am 4. Mai die ersten Klassen, die Abschlussjahrgänge, insbesondere Klassenstufe 9 und 10 an den Gemeinschaftsschulen, angehende Abiturienten an den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen, Klassenstufen 4 an den Grundschulen, sie alle konnten wieder in den Schulen unterrichtet werden. Nach den ersten Tagen kann man feststellen, dass dies sehr gut funktioniert. Die Bildungsministerin Streichert-Gleyvaux hat darüber dem Ministerrat gestern noch mal berichtet. Und ich glaube, es ist uns auch beiden ein Anliegen, heute vielleicht auch mal Danke zu sagen an die Schülerinnen und Schüler, die das diszipliniert mitgemacht haben, vor allem aber natürlich auch an die Lehrerinnen und Lehrer, die das mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Schulen organisiert haben. Ich glaube, dass das so gut geklappt hat, ist auch ein großes Dankeschön wert an dieser Stelle. Und es gibt uns im Übrigen auch Mut, bei unserem Ziel weiter voranzukommen, bis zu den Sommerferien alle Schülerinnen und Schüler in einer geeigneten Form wieder an die Schulen zurückkehren zu lassen. Wir haben in den vergangenen Wochen aber auch festgestellt, das muss man erwähnen, dass wir echtes digitales Lernen als weiteren Baustein massiv vorantreiben und intelligent auch mit Präsenzunterricht verschränken müssen. Es wurden von Lehrerinnen und Lehrern sowie von Schulleiterinnen und Schulleitern in kurzer Zeit zahlreiche, ich würde mal sagen, pragmatische Ansätze entwickelt, die Kinder auch online zu unterrichten. Und dafür muss man sich einfach bedanken, bei allen Beteiligten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass dadurch Lücken sichtbar geworden sind, was unser Bildungsangebot angeht, in digitaler Form. Wir brauchen in Deutschland auch Angebote ständig von digitaler Bildung, bei denen die inhaltlichen, die pädagogischen Möglichkeiten der Digitalisierung auch ausgeschöpft werden. Und zudem müssen wir endlich die Herausforderung annehmen, für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte angemessene Ausstattung zu gewährleisten, was die digitalen Mittel angeht. Die Verfügbarkeit privater Endgeräte, die darf nicht länger das ausschlaggebende Kriterium sein, denn wenn wir uns doch mal anschauen, dass, wenn Homeoffice-Zeit ist, die Eltern eben auch ihre Tablets und Smartphones und Laptops brauchen, dann ist eben oftmals bei den Familien für die Kinder keines mehr da, und deswegen müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wenn wir das ernst nehmen, die Kinder aufs digitale 21. Jahrhundert vorzubereiten in den Schulen. Und nur so erhalten wir doch auch die Fachkräfte, die wir in Zukunft brauchen. Und meine Damen und Herren, überall in der Welt setzt man auf Wissenschaft und Forschung. Man setzt doch gerade jetzt auf Wissenschaft und Forschung, um diese Pandemie zu bekämpfen. Von daher sind auch unsere Hochschulen, auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen derzeit in besonderer Weise gefordert. Sie setzen Forschungsimpulse, sie leisten rasch und kompetent ihren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Sie sollen gleichzeitig auch dazu beitragen, Wirtschaft und Gesellschaft mit einem innovativen Schwung und neuen Technologien aus dieser Krise zu begleiten. Und vor dem Hintergrund werden Sie allerdings auch selbst in dieser Pandemie vor große Herausforderungen gestellt, das muss man erwähnen. So werden zum Beispiel Forschungs- und Entwicklungsaufträge aus der Wirtschaft in diesen Tagen
wenn sie überhaupt da sind, nicht wie geplant durchgeführt. Dadurch fehlen wichtige Drittmittelerträge. Und aus diesem Grund konzipieren gerade die Europäische Union, der Bund und das Saarland Instrumente und Programme, um einen nachhaltigen Kapazitäts- und Kompetenzverlust im Bereich der öffentlichen Forschung zu verhindern. Die Landesregierung unterstützt aktuell mit Fördermitteln mehrere Projekte in der Virologie im Universitätsklinikum Homburg. Wissenschaftler forschen dort unter anderem an Testsystemen mit dem Ziel herauszufinden, inwieweit SARS-CoV-2 Antikörpertests eine falsch positive SARS-CoV-2-Immunantwort anzeigen könnten und sorgen damit eben für valide Testergebnisse. Weil es uns nichts bringt, dass irgendein Test vorhanden ist, um das zu beweisen, der aber nicht ausschlaggebend genug ist, brauchen wir hier weitere Forschung. Eine weitere von uns geförderte Studie erforscht Marker, welche die Diagnose und Prognose der Lungenerkrankung durch Covid-19 erleichtern. Die saarländische Forschungsexzellenz mehrerer Einrichtungen hat sich dafür zusammengeschlossen. Die Projektleitung wird aus Professorinnen und Professoren verschiedener Bereiche der Universität des Saarlandes und dem Universitätsklinikum, des Helmholtz-Instituts für pharmazeutische Forschung und des DFKI gebildet. Auch das Projekt SARCO-Screen hat bundesweit Beachtung gefunden. In dieser Studie, und es ist eher dafür bekannt, was sie tut und nicht, wie sie heißt, werden alle Pflege- und Senioreneinrichtungen im Land untersucht. Alle. Infektionseinträge in solchen Einrichtungen sollen damit frühzeitig erkannt und eine Ausbreitung der Infektion gerade bei diesen gefährdeten Personengruppen unterbunden werden. Und da staunen im Moment viele nicht schlecht, was wir da auf die Beine gestellt haben. Nicht nur, dass wir es geschafft haben, in den Einrichtungen, in denen Fälle aufgetreten sind, dort spezielle Schutzkonzepte auf den Weg zu bringen. Nein, wir haben wirklich alle anderen Pflegeeinrichtungen, die bislang nicht betroffen waren, durchgetestet. Und dass das gelungen ist, das ist auch Ergebnis, dass die saarländische Forschungsgemeinschaft zusammengestanden ist, dass die UDS, das UKS, das Fraunhofer-Institut, das Institut für biomedizinische Technik und das Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung gemeinsam daran mitgewirkt haben. Das zeigt, wie gut die Vernetzung in unserer Wissenschaft hier im Saarland ist. Und schließlich, das belegt auch die Spitzenposition unserer saarländischen Forschungslandschaft ziemlich gut, erwähne ich auch die Beteiligung des CISPA-Helmholtz-Zentrums an der Entwicklung einer Corona-Warn-App. Darüber wird ja sehr viel diskutiert, und dass das CISPA von Anfang an auch auf seinen dezentralen Ansatz gesetzt hat und geholfen hat, diesen jetzt letztendlich auch durchzusetzen, obwohl das in der Bundesregierung nicht unbedingt die favorisierte Methode war, das zeigt, dass hier auch erheblich dazu beigetragen hat, dass der Ruf des CISPA mittlerweile ein wirklich guter ist. Und ich glaube, es ist auch ein maßgeblicher Beitrag zur Datensicherheit und damit auch zur Akzeptanz dieser App später in der Bevölkerung geleistet worden. Ich glaube, da kann man Professor Backes und seinem Team auch wirklich mal Dankeschön sagen. Ich will an dieser Stelle nochmals bei allen an den Forschungsvorhaben beteiligten Professorinnen und Professoren sowie den dort eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn machen ja nicht nur die Chefs alleine, für ihr Engagement Danke sagen. Es ist wirklich beeindruckend. Ich habe mir das vor Ort angeschaut, mehrfach, wenn man sieht, dass an Sonntagen dort nicht nur ein Normalbetrieb herrscht, sondern dass in Mehrschichtbetrieben gearbeitet wird, dass da wirklich Leute nicht nur auf Urlaube verzichten, dass sie auch darauf verzichten, Freizeit zu haben, dass sie wirklich alles geben, um hier weiterzukommen. Das zeigt, wie wichtig die Wissenschaftsnation Deutschland jetzt ist und wie wichtig es auch ist, dass wir nicht unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskreditieren, egal ob das in Talkshows ist oder in beiläufigen Bemerkungen. Deutschland ist Wissenschaftsnation. Wissenschaft und Forschung lebt davon, auch teilweise jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Das muss kommuniziert werden, das stelle ich nicht in Frage. Aber wir sollten an der Seite unserer Wissenschaftler und Forscher sein in unserem Land. Meine Kolleginnen und Kollegen, zur DNA, um in der Wissenschaftssprache zu bleiben, gehört, keiner fällt bei uns durchs Netz. Für viele Saarländerinnen und Saarländer, in denen es schon ohne eine Krise am nötigsten fehlt, war und ist die Covid-19-Pandemie vor allem eine soziale Herausforderung. Denn diese Krise trifft die sozial Schwachen härter als diejenigen, die finanziell abgesichert sind. Auch hier müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen bei der Bewältigung der Probleme nicht alleine stehen.
So hat die Landesregierung bereits in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Maßnahmen ergriffen, um Familien in unverschuldeten Notsituationen zu helfen. Ich nenne beispielhaft die Erstattung von Stornokosten wegen abgesagter Schulfahrten. Das ist nicht zu unterschätzen, gerade bei Familien mit mehreren Kindern. Ich nenne die Erstattung der Elternbeiträge für die freiwillige Ganztagsschule und die Kindertagesstätten im April in Höhe von rund 11 Millionen Euro durch das Kultusministerium bislang. Ich nenne die Aufhebung von Stromsperren bei einkommensschwachen Haushalten durch den Einsatz des Verbraucherschutzministeriums und die Versorgung bedürftiger Familien mit Obst und Gemüse aus dem EU-Schulprogramm, weil ja eben kein Schulunterricht mehr stattgefunden hat, war das eine hervorragende Idee, das über die Tafeln oder tafelähnliche Einrichtungen zu verteilen. Besonders betroffen von der Krise sind aber auch Studierende. Manche Studentin, mancher Student finanziert eben seinen oder ihren Lebensunterhalt bisher ganz oder teilweise über eine Nebentätigkeit. Viele dieser typischen Jobs für Studierende, wie etwa das Kellnern, das ist eben immer noch so, fallen in der aktuellen Krise weg. Vielen zumindest mal bis Montag weg. Auch hier haben wir gemeinsam mit dem Bund schnelle und großzügige Regelungen gefunden. Es wird etwa das Sommersemester 2020 keine negativen Auswirkungen auf die BAföG-Förderhöchstdauer haben. Für Studierende, die pandemiebedingt in eine finanzielle Notlage geraten sind, hat die Landesregierung die Hilfe um zusätzlich 120.000 Euro aufgestockt. Damit können Zuschüsse in Höhe von 300 Euro für akute Notlagen vergeben werden. Und natürlich, weil gerade auch wieder die Debatten sind, gestern war Tag der Pflegenden, natürlich muss man auch diese Menschen unterstützen, die ja gerade ganz vorne an der Front stehen. Und deswegen bin ich froh, dass der Bund gesagt hat, für die Pflegekräfte in der Altenhilfe gibt es 1.000 Euro. Und ich bin auch froh, dass Monika Bachmann und Peter Strobel geklärt haben, dass die 500 Euro, die zusätzlich kommen sollen, dass die komplett dann auch aus den Mitteln des Landes kommen, damit es nicht ausgelegt wird nochmal auf die Träger, wo wir alle wissen, dass es dann am Ende vielleicht doch nicht ganz ankommen kann bei den Beschäftigten. Und ich finde, das ist auch ein gutes Signal der Wertschätzung an diese Menschen. Wir tun unser Möglichstes, um während dieser Krise niemanden mit seiner Not alleine zu lassen. Und ich denke, das ist auch beste saarländische Tradition. Das, meine Damen und Herren, sollten wir auch niemals vergessen hier an dieser Stelle. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese tiefgreifende Krise hat uns nochmals in besonderer Weise gezeigt, wie sehr das Saarland in solch existenziell bedrohlichen Situationen zusammenhält. Das Saarland hat sich insbesondere solidarisch gezeigt mit den Schwächeren, mit denen die Hilfe brauchen und diese Krise ja auch vor schier unlösbare Probleme stellt. Wir haben gesehen, wie sich die Menschen generationenübergreifend in der Nachbarschaftshilfe engagiert haben, wie sich Menschen um Versorgung älterer gekümmert haben. Wir haben gesehen, wie sie sich um Bedürftige gekümmert haben, um die Menschen, die auf die Hilfe der Tafeln angewiesen sind oder eben auch um Menschen, die obdachlos sind. Junge Menschen kaufen für Nachbarn ein, die sie vorher nicht mal gekannt haben. Mit Gutscheinsystemen, mit Spenden werden Stammkneipen, Restaurants, Musikerinnen und Musiker, Theaterleute unterstützt. Saarländerinnen und Saarländer nähten sogar Behelfsmasken für die Krankenhäuser im Saarland für die Pflegekräfte. Wir haben gesehen, wie sich Menschen in Netzwerken verbunden haben, um anderen zu helfen. Viele Organisationen von der Politik über die sozialen Dienste, von den Hilfsorganisationen bis hin zu sozialen und kirchlichen Trägern, von kulturellen Institutionen über Bildungseinrichtungen bis hin zu privaten Zusammenschlüssen und zu Verbünden, auch von Wirtschaftsunternehmen. Sie sind zur Stelle in diesem Land, um andere mit ihrer Hilfe sicher durch die Gefahren und Risiken der Pandemie zu begleiten. Wir haben unglaubliches Engagement von Frauen und Männern gesehen, die in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Natürlich an vorderster Stelle das Pflegepersonal in unseren Kliniken, Betreuungseinrichtungen, aber auch die Medizinerinnen und Mediziner, unsere Polizistinnen und Polizisten, die Männer und Frauen an unseren Corona-Hotlines in den Ministerien, die Kassiererinnen und Kassierer, die Mitarbeitenden im Einzelhandel, die Beschäftigten im Entsorgungsbereich, die Techniker, die Ingenieure, die für die Sicherheit auch von kritischer Infrastruktur verantwortlich sind und immer dazu beigetragen haben, selbst wenn es mal stürmte, dass das gesichert ist. Für Strom, für Wasser, für die Kommunikationsnetze, also für alles, ohne dass unsere moderne Gesellschaft eben nicht funktionieren würde. Ich will nennen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter. Es gab keine Schalte zwischen Kanzlerinnen und Regierungschefinnen und Chefs, wo nicht genau nochmal nachgefragt worden ist, arbeiten die Gesundheitsämter, die
die Nachverfolgung der Testung genau ab. Und auf diese Menschen ist es angekommen. Ich will nennen die Mitarbeiter in den Behinderteneinrichtungen, in der Notbetreuung, den Ehrenamtlichen, den Rettungsdiensten, des THW. Es haben sich wirklich alle über das normale Maß hinaus engagiert und sich auch gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Das muss man ja auch mal sagen. Das waren auch Menschen, die Familie zu Hause haben und die gesagt haben, ich nehme es in Kauf, ich mache meinen Job, ich will helfen an vorderster Front. Und dieses Engagement will ich all diesen Menschen sagen. Dieses Engagement wird gesehen und es verdient großen Dank. Und wir haben auch gesehen, dass Christen und Muslime und Juden auf jahrhundertealte Traditionen wie Gottesdienste und religiöse Rituale verzichtet haben. Auf Pessach, auf Ostern, auf den Ramadan. Für viele Wochen gab es keine gemeinsamen Gebete mehr in Kirchen, in Moscheen oder Synagogen. Und trotzdem, aber gerade deshalb, haben wir am Abend das Glockengeläut gehört. Und wir haben es wohltuend gehört als Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts und auch als Einladung zum Gebet für manche. Ich bin auch tief beeindruckt, wie sehr sich das Miteinander aller Gläubigen, gleich welcher Religion, gerade in dieser Situation im Saarland bewährt hat. Das ist ein gutes Zeichen, auch, wie ich finde, für die Zeit nach Corona, nicht nur für die Zeit während Corona. Zusammenhalten in Zeiten der Not, das ist doch eine der Grundtugenden der Menschen in unserem Land. Und wir wissen das, weil wir eben die höchste Zahl der Ehrenamtlichen in unserem Land kennen. Wir wissen, dass das aus der saarländischen Geschichte, aus den vielen Situationen, in denen Saarländerinnen und Saarländer diesen Zusammenhalt bewiesen haben und gerade in einer Zeit von einschneidenden Beschränkungen haben eben die Menschen hier an der Saar Solidarität und Hilfsbereitschaft gezeigt und das war und ist bei allen Schwierigkeiten, bei den Sorgen und Problemen dieser Krise. Es ist was Großartiges und es verdient unser aller Anerkennung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Bewältigung dieser Krise, sie wird in unserem Land erhebliche finanzielle Anstrengungen abverlangen. Die Grundlage für die heutige Handlungsfähigkeit in der Corona-Krise, wir haben sie in den letzten Jahren gelegt, der Schuldenbremse mit einer grundsoliden Haushaltsführung, der Rückführung der Verschuldung und der Schaffung von finanziellen Polstern und Spielräumen. Unsere langjährige klare Linie bei den Finanzen, sie wurde damit mehr als bestätigt, denn damit verfügen wir nun über den notwendigen Spielraum für Zukunftsinvestitionen, für das Jahrzehnt der Investitionen und daran, an diesem Jahrzehnt der Investitionen werden wir auch in jedem Fall festhalten. Das ist die klare Botschaft auch in Zeiten der Krise. Massiv betroffen von den Verlusten und Einschränkungen der Krise sind aber auch unsere Kommunen im Saarland. Sie haben erhebliche Einnahmeverluste hinzunehmen, sei es durch das Wegbrechen von Steuereinnahmen, den Ausfall von Einnahmen durch das Stunden von Gebühren, Mieten und Pachten oder durch ihre in Not geratenen kommunalen Wirtschaftsbetriebe, die ihre Gewinne eben nicht mehr wie bisher in die kommunalen Haushalte fließen lassen können. Gleichzeitig belastet die Corona-Krise die kommunalen Haushalte eben auch zusätzlich durch die zu erwartenden Mehrkosten im sozialen Bereich. Dabei hatten viele Kommunen im Saarlandpakt ja gerade ein wenig Licht am Ende des Tunnels gesehen. Und ich betone aber klar und deutlich, die Ziele, die wir uns als Landesregierung mit diesem Programm, mit diesem Saarlandpakt gesetzt haben, diese Ziele werden wir jetzt auch nicht aufgeben in dieser Krise. Zusammen mit dem Finanzminister, aber auch im engen Austausch mit dem Bund, werden wir darauf hinarbeiten, dass den Kommunen in dieser unverschuldeten Notsituation Hilfe zuteil wird. Leistungsfähige, handlungsfähige Kommunen sind der Schlüssel zu gleichwertigen Lebensverhältnissen überall im Land. An diesem Satz, an der Wahrheit dieses Satzes hat sich auch durch Corona überhaupt nichts geändert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Saarländerinnen und Saarländer, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise geht in ihren Auswirkungen über vieles hinaus, was die Menschen in unserem Land bisher erlebt haben. Sie hat Situationen geschaffen, die unser Gesundheitssystem, unsere Wirtschaft, unser Bildungssystem, unsere freiheitliche Art zu leben auf eine harte Probe gestellt haben. Und es wird auch noch weiter auf die Probe gestellt werden. Parallel zur Bewältigung der Krise müssen wir jetzt schon Konsequenzen aus dem ziehen, was wir aus dieser Krise gelernt haben. Wir haben erlebt, wie zerbrechlich unsere Zivilisation ist, wie verletzbar
unsere Wirtschaft ist und wie fragil unser Lebensstandard ist. Unser Land wird nach Corona ein anderes sein. Und jetzt geht es nicht darum, in den früheren Zustand zurückzukehren, koste es, was es wolle. Was wir brauchen, ist vielmehr eine innovative Zukunftsperspektive. Wir müssen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass unser Land zukünftig bei solchen Krisen eben robuster, eben widerstandsfähiger ist. Wir dürfen dabei nicht nur mögliche Pandemien in den Blick nehmen, wenn ich von Krisen rede, sondern eben auch den Klimawandel, auch den Verlust von Artenvielfalt, die Gefährdungen, die es im Cyberbereich gibt und die Anfälligkeit unserer Infrastruktur. All das muss in den Blick genommen werden. Wir haben gelernt, wir müssen nicht nur unser Wirtschaftssystem robuster machen. Das Gleiche gilt eben vielmehr auch für unsere sozialen Sicherungssysteme. Es gilt für unser Bildungssystem, es gilt für unser Gesundheitssystem und es gilt für unsere Digitalkompetenz. An all dem müssen wir arbeiten. In all diesen Bereichen müssen wir sehr viel krisen- und zukunftssicherer werden. Und dazu gehört eben auch, dass lebenswichtige Produkte nicht nur, aber eben auch in Europa hergestellt werden. Meine Damen und Herren, Krisen, das wissen wir aus eigener Erfahrung hier an der Saar, das sind auch Wendepunkte. Es sind Zeiten, in denen und aus denen Neues entstehen kann. Die Krise, in der wir gerade stehen, die ist epochal. Deshalb müssen auch unsere Anstrengungen zur Überwindung dieser Krise epochal sein. Schaffen werden wir das nur, wenn wir kraftvoll und mutig die Herausforderung annehmen. Wir werden unser Land nur dann aus der Krise führen, wenn wir gemeinsam handeln und solidarisch zusammenstehen. Wir werden nur dann Erfolg haben, wenn wir nicht verzagen und geduldig Schritt für Schritt den Weg in eine neue Normalität gehen. Das sind alles Eigenschaften, meine Damen und Herren, die uns Menschen an der Saar auszeichnen und die wir jetzt mehr denn je auch brauchen. Wir können die Krise überwinden. Wir können gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Aber das erfordert eben eine große Kraftanstrengung von uns allen. Diese Kraftanstrengung wird in den kommenden Monaten auch unser permanenter Begleiter sein. So sehr Forschungseinrichtungen weltweit an einem Wirkstoff und einem Impfstoff arbeiten, so wenig wissen wir, wann das der Fall sein wird und wann eine Befreiung aus der Pandemie dadurch gelingt. Herr Präsident, Damen und Herren, die Lage bleibt unverändert ernst, ungeachtet der bisherigen Erfolge. Von daher sollten wir uns noch auf einen langen Weg einstellen, der von uns Geduld, Disziplin und äußerste Vorsicht abfordert. Wir brauchen weiterhin einen langen Atem. Aber ich bin mir sicher, gemeinsam werden wir auch diese Herausforderung meistern. Wir Saarländerinnen, wir Saarländer, wir können Krise, wir können Gemeinsamkeit. Darauf setzen wir in dieser ganz gewiss nicht leichten Situation. Vielen herzlichen Dank.